Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command War and Europe, Mehrspieler gegen General Honigblume. Die machen noch in allen Ecken Stress. Das ist jetzt sehr ungünstig. Das Akku da unten erwischt. Naja, wir haben noch den Italiener, dass man immer noch einen Doppelhack-Gu bauen kann. Volk in Saudi-Arabien, da sind Schiffe überall. Gut, nichts Neues. Und langsam wird es Zeit, immer mehr für eine Landung in Großbritannien zusammenzufinden an Zweig. Und hier ist ein wenig optisch näher noch anzukommen. Okay, du darfst nicht hauen. Was haben die Italiener alles? Landung, wir haben eine Spezialeinheit, wir haben Fallschirmjäger, wir haben Marinebomber und halt Einheiten, die hier und da rumlaufen. Die Italiener sind dann soweit. Ihr macht hier einfach weiter und hofft, das vielleicht irgendwann erobern zu können. Jo, du kannst hier mal ein bisschen fliegen. Da ist das Akku drin. Könnt ihr mit der Pack jetzt nach sonst wo fahren und sehen, ob man ihn trifft? Außer da steht noch eine Armee vor. Gut. Regen nervt auch, weil ich der Strat auch nicht zu gut treffen kann, aber für den Ort sollte es durchaus reichen. Wie sieht es bei euch aus? Mach den mal weg, damit er nicht rumnervt oder trefft ihn zumindest schon mal schwer. Ihr solltet noch eine Möglichkeit sehen, Ort einzunehmen, aber es wird daran enden, dass keiner mehr rein kann. Relativ sicher. Und daran gehst du in den schweren Panzerplatz. Mehr hast du keine Bewegungspunkte mehr. Kommt da eh nicht lang. Und du mit deinen vier kämpfst auch durch so viele Kontrollzonen, dass das leider alles nicht passen würde. Sonst räumt ihr erstmal unterversorgt Gegner auf. Und unterstellt mal den Panzer da gerne. Die Art hier hätte natürlich überhaupt nicht sein müssen. Den hattest du. Ach ja, weil der zu weit hinten ist. Okay, I see the problem. Die hätten eigentlich alle nicht gemusst. Was? Ich meine, da kommt dann eh nicht viel dran. Was dann hier vielleicht hier einfach noch mehr Angriffspower, wenn man jetzt einfach auch wirklich hier austeilt. Und einfach schon mal möglichst versucht, den Weg frei zu räumen. Naja, zieht sich dann auch noch wirklich zurück, kommt aber noch nicht rein. Immerhin belagert ihr den Ort weiter. Würde ich sagen, hältst du schon mal dahin.
Und hier am besten nochmal auf den drauf. Oder warte, war das denn schon zu viel? Nach Velkiluki könnte man jetzt ja so zur Not jemanden reinschicken. Per Bahn. Versorgungstechnisch ist der Ort leider noch nicht bereit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bei der hört es nach 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die Zahlen eh noch halbwegs gehen und es wäre. Also wenn du so ein bisschen ausrückst, wärst du für spätere Runden schon mal weiter drin. Oder man lässt das mit dem Doppel-HQ ganz sein und da arbeitet da nur so mit ganz geringer Versorgung. 7, 6 oder 7, 5, 4, 3, aber es müsste eigentlich hinhauen, wenn du da anliest. Wenn die jetzt, ja, jetzt zusammenarbeitet, dann sind die hinteren inzwischen auch relativ egal. Noch leicht dran. Dann, wieso, wie das Wetter ein bisschen mitspielt, zerschlagt er die. Geht nach Leningrad. Die eigentlich schon weg oder euch für eine Landung bereithalten. Der dieses sowjetische U-Boot muss dann aber auch mal weg. Da ist da irgendwo Häfen angeguckt. Unseren Zerstörern überlegen. Also lässt sich einmal. Und dahin steht irgendwie so eine Art Blockade auf. Weil wenn der Landungsbote zu früh entdeckt, das wäre ja lästig. Das hier, da ist noch hier unter Industrie, aber Felder sind ansonsten zugestellt. Glaube ich gerade auch eh gar keine neue Garnison. Oh, der müsste weg nach Möglichkeit. Garnison steht hier dann auch schon. Ich natürlich eigentlich um die kümmern. Oder kriegt ihr das einfach platt belagert auf Dauer? Aber so versorgungstechnisch, weil die gerade ganz übel drauf sind, brauchen wir eigentlich schon hier die direkte Verbindung wieder, die wiederhergestellt wurde. Gut, 1-1 ist eigentlich ein schlechter Angriff. Vielleicht ihr nächstes Mal vorbereitet. Ihr kümmert euch einfach darum und ihr habt halt das Problem, dass da ganz schön Panzer im Hinterland sind, mit denen ich mich jetzt nicht zu sehr anlegen will. Der schöne Treffer und da käme man natürlich in einen Wald rein. Könnte deswegen noch akzeptabel sein zu halten, das Feld. Mal zu gucken, was die anderen da haben. Also 3-3 mit mechanisierten. Fände ich für den Moment auch okay. Nur sowas in die Richtung. Aber dann könnten wir die Zeit nutzen und hier noch ein bisschen heilen. Dich gerne wieder voll. Hat hier eigentlich auch voll, kann man ja demnächst reintauschen. Was, du kriegst mal hier noch dein Zeug. Kommst du ja demnächst doch mal vorwärts. Und du läufst da ein bisschen rum und guckst dir die Gegend an. Machen wir fit, ja, und bei euch. Das Problem des Wetters. Großartig, sonst noch etwas näher heran. Du darfst mal fit gemacht werden, kriegst demnächst Upgrades. Ist auch nicht da sonst wo rumstehen. Auch erstmal geheilt werden. Du bist da auf einer 1, wie. Okay, viel weiter reicht die Versorgung dann aber auch nicht. Dann mal nur leicht die Grenze an. Da ist wahrscheinlich einer drin, das, aber das passt hier alles.
Sollte noch weg irgendwann und sich dafür zumindest bereithalten. Machen hier unten jetzt das. Man fast mal eben die rumänische Armee bräuchte, um das in den Griff zu kriegen. Ist ja gar nicht so, dass er wahrscheinlich eher nicht hinkriegen wird. Weil es landungstechnisch. Also haben wir eine Aussicht darauf, noch ein Landungsboot, das könnte heikel werden, falls es keinen Durchbruch mehr gibt. Bräuchten wir eigentlich ja schon wahrscheinlich einen schweren Panzer. Das ist natürlich den Fallschirmjäger, der fehlt, bauen und gucken, ob der noch irgendwie mitmachen kann. Das heißt, diese Landung natürlich eigentlich schon länger eingeplant ist, aber noch nicht viel effektiv dafür hingestellt wurde. Das ist noch zu langsam, wäre natürlich schon noch einer hier schön. Der sich das anguckt, ihr werdet natürlich hypothetisch demnächst frei. Ihr die Armee da hinten zerschlagen habt, ihr hinten müsst aber alle auch noch aufpassen. Könnt natürlich auch einfach einen Italiener schicken. Das wird auch gehen. So, du läufst einfach lang und holst dir die Orte. Die Artillerie, kommst du irgendwie per Bahn? Würde ziemlich dauern und bis zur Wüste ist es auch ein ganz schöner Weg. Hier herlaufen dauert, oder ihr kriegt die natürlich in den Ort rein. So, ihr könnt ja die Spezial ein, wobei soll die wirklich mit, wenn wir nur zwei Langstreckenboote bei haben in Deutschland, das ist knapp. Sehr knapp. Wir bräuchten eigentlich ein deutsches Saku, damit es im Zweifel dann noch alle Verbündeten kommandieren kann. Wahrscheinlich einen schweren Panzer. Bisschen eng für die Spezialeinheit. Ich würde sagen, du hältst dich trotzdem. Oder wir bringen dich hier mal eben hin. Aber dann siehst du, dass hier eine Spezialeinheit rumläuft und auch nicht so das Wahre. Und auch wenn wir den dann an die Küste stellen und der Aufklärungsberichte kriegt, könnte das auch schon ein bisschen. Oder du gehst erstmal hier mit, wo du fast in Frontnähe wärst und so aussiehst, als ob du vielleicht hier reinlanden sollst. Hoffen wir mal, dass es so ungefähr so aussieht. Ja, und den ungarischen Panzer bräuchte man natürlich schon für eine Landung. Aber wie sieht's hier aus? Das meiste von dem, was hier unten ist, können ja ruhig hier weiterkämpfen. Dann ist es ruhig. Akt hat, ist aber wahrscheinlich einer drin. Oder auch doch nicht, okay. Ne, ja, Saku hat sich daran verzogen. Natürlich etwas unnötig, die Stärke des Ortes noch reduziert. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es leer ist. So, das ist auch leer. Dann kommen wir eigentlich schon in sehr, sehr schicken Tempo hier weiter vor. Gibt es die anderen Truppen kaum hinterherkommen und die Versorgung unglaublich dünn werden wird. Wobei der Ort geht ja noch höher. Warte, du gehst auf eine 8. Aber auch erst demnächst. Nächsten Zug. Das Doppelakku muss ja möglichst bald klappen. 7. Also du tauschst dich mal mit dem. Die Luftabwehr und der Ort kriegt auch Zeug, damit er sich schön hochhält. Hast du da auf jeden Fall eine 10? Nein. 8, 7, 6, 5, 4. Und du kommst ja eh nicht wahnsinnig weit vorwärts. Aber nichts in Reichweite. Ja, obwohl doch, das US-Akku. Zumindest der eine. Bin ich da, wo der steht? Auf
Verdacht reinschießen, kann ja auch etwas unschön schief gehen. Der könnte ja auch noch geupgradet werden. Gut, wie? Also, du hast deine 8 da. Die auch noch leicht darüber schicken. Dann passt das, dann seid ihr gut dabei, das einzunehmen. Wie geht's dir ansonsten? Ah, ja gut, da war noch irgendwo einer. Geht dir sehr schlecht. Verstehe. Geh du mal eben auf eine Bahn, aber das Ding würde ich hier lieber auch schon mal... Da gut, den könnt ihr natürlich auch schon sehen bei Aufklärung, aber du kommst dann doch einfach schon mal hier rüber. Das wäre noch eine Armee. Der rumänische Panzer, wann kommt der wieder? März. Nach an die Küste und auf ein Schiff und das dauert ganz schön. Bürgerische Armeen sind da im Einsatz. Ist jetzt auch schon einer auf der Schiene. Könnte man auch überlegen, den rauslösen, heilen und alles. Die Ungarn, die Rumänen hätten halt hier eine Armee und potenziell den Panzer. Oder sonst auch das Akku, das eh auch nur ein bisschen rumsteht und auf einen Einsatzort wartet. Deutschen, da haben wir einen schweren, da haben wir einen schweren. Also der dritte ist in Afrika. Ja, potenziell den. Und eins der Hakus. Und auch alles recht zeitnah verlegen. Den da bräuchten wir noch. Kommt noch neue Garnison, die das... Hätte ich vielleicht noch 1, 2, 3 Garnisonen, um die Gegenden weiter zuzustellen. Könnte man dann auch schicken, plus die Fallschirmjäger. Das eine gerade oben im Einsatz und die anderen werden noch alle zurückgekauft. Beide Spezialeinheiten sind auch auf der Kaufleiste. Plus noch natürlich etwaige Flugzeuge. Wir könnten hier noch einen Jäger dazu packen. Dann wird das schon alles hoffentlich langsam werden. Du stehst auch auf einer Bahn. Kriegst deine schöne Überstärke. Ihr seid dabei, das zu erobern. Und ihr habt jetzt leider einen HQ verloren. Könntet aber zum Beispiel Jerusalem einnehmen. Und als versorgungstechnisch aufpassen muss. Orte sind alle ziemlich platt. Und wir wissen natürlich, dass er hier ein Landungsboot hat. Das einem im Zweifel hier ganz schön in der Seite nerven kann. Tja, der Arti geht's richtig schlecht. Wie sieht's denn dahinter irgendwie aus, soweit man das sehen kann? Und keiner von euch ist das... Außer Reichweite. Okay, da haben wir ein Hauptquartier. Und sonst halt nicht viel zu sehen. Die Frage, ob man beispielsweise einfach in den Ort rein kann. Und irgendwer sollte auf Kairo aufpassen und im Allgemeinen, wenn hier einfach so noch Landungen eintreffen. Aber sonst reist du mal nach Jerusalem. Weil dann hier immerhin ein bisschen Land noch kapituliert. Würde ich die Art hier schon gerne loswerden. Du könntest dann ja immer noch in den Ort da zurück. Achso, der zieht sich zurück. Natürlich daran und da parken. Wenn man die Flak. Okay, die Flak kommt da nicht ganz ran. Die geben wir bis dahin. Dahin und dann zurück. Den Ort werden wir nach der Kapitulation ja sowieso jetzt bekommen. Aber jetzt schützt euch vor Flugzeugen und wenn und vor anderem Kram. Und eigentlich will ich das Chor nachher gerne in Kairo haben. Die Garnison ist nur schon mal drin. Damit einer drin ist. Du müsstest...
Jetzt natürlich ein klein wenig gefährdet, falls da direkt die nächste Landung reinkommt, aber du musst die Leute da hinten irgendwie versorgt kriegen. Und ihr müsst, soweit es geht, wieder in Deckung rein. Ja, die Fahrt kann euch natürlich jetzt auch nicht alle schützen. Wir brauchen hier noch ein bisschen um das Akkurum und hoffen, dass das schon passt. Ich meine, ihr habt immer einen Luftabwehr 2 noch auf den Orten drauf. Und du ziehst mal die Flugzeuge näher an dich ran. Bei dem Ding, hier sind zwar überall britische Schiffe. Aber ich hätte ihn auch gerne zur U-Boot-Jagd, damit er im Zweifel nicht die ganzen schönen Landungsboote aufklären fährt. Ich meine, ihr kommt auch schön vorwärts. Das ist vielleicht eine kleine unschöne Sache mittendrin, aber schon in Ordnung. Du bleibst wahrscheinlich da erstmal schön in deinem Hafen. Du machst da draußen weiter Stress. Du kannst ja hier ein bisschen weitermachen. Gut, ihr steht dann da. Du kriegst nochmal deine Upgrades drauf. Da wollte ich vielleicht die Italiener schicken. Eine Landung hier drüben derzeit dann doch für ziemlich unwahrscheinlich halte. Sorgt mal ein bisschen dafür, die dann doch nicht. Klar, jeder, der hier rüber geht, den muss man nicht auf der Insel bekämpfen, aber so ein wenig Widerstand, falls da jetzt doch viel kommt, wäre ja schon schick. So, und dann. Es ist also, ihr solltet hoffentlich Leningrad irgendwann auf Sicht bald erreichen. Gar nicht, wo Vlog da von der Stärke ist, da muss der Start im Zweifel auch mal wieder rauf. Und dann einfach Landungseinheiten weiter bereitstellen. Und tendenziell natürlich auch noch mehr Garnisonen. Noch irgendwas. Ich glaube, wir haben gerade nur eine Einheit von den Bulgaren, die landen kann. Da wäre noch ein Boot drin. Falls man die Armee noch abwartet, alle anderen können ihre zwei Boote voll machen. Ja, und wann wärst du da? 10. März? Je nachdem, wann dann ist da liegt, könnte man den mitnehmen. Und das Geld ist weg. Dann könnt ihr noch eine Flak aufstellen. Könnt ihr eigentlich noch machen. Gut, die stehen soweit. Jo. Dann arbeiten also alle weiter in ihren Richtungen. Und in den nächsten Zügen muss es dann wirklich mal anfangen, hier wirklich loszugehen, optisch auch mal was für die Landung bereitzustellen. Auch Logistik. Ja, dann noch mit noch einer Stufe, weil die ganzen Bomber zusammenzurufen wird auch ein klein wenig was kosten. Aber gut, bin eigentlich ganz zufrieden dann mit dem Verlauf und ja, denke, wir können den Zug beenden. Bomber. Langstrecke. Ein Durchbruch bei der Amphibischen, der ist wichtig, als man da noch einen dritten zusammenkriegt. Dritte Stufe. Und die Logistik, sehr schöne Forschung. Die dänische Industrie darf auch noch. Und dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei gerne ein Honigblume mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Wobei, war es so schlau, den Hafen freistehen zu lassen? Wenn man weiß, dass er hier mit dem Boot rumkurft. Ja. Naja.